Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn dir das hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen, ist kostenlos und dann verpasst ihr in Zukunft auch keine Videos mehr. Lasst außerdem auch gerne Bewertungen da, würde mich auf jeden Fall auch riesig freuen. Und ich würde sagen, schauen wir uns jetzt den Item-Shop an. Gestern war ja auch ein Community-Voting, das heißt, wir werden jetzt mal schauen, welches Item gewonnen hat, beziehungsweise welcher Skin. Und es hat tatsächlich der Riley-Skin gewonnen, war eigentlich schon relativ klar, weil das irgendwie, glaube ich, ziemlich beliebte Skins einfach sind. Ja. Wir haben hier auf jeden Fall ganz links erstmal den Flytrap-Skin aus Season 4, war auch schon relativ lange Zeit nicht mehr im Shop. Dann die Reben-Spitzhacke dazu und der Venus-Flieger als Gleiter. Dann haben wir den Moxie-Skin. Mit zwei verschiedenen Stilen, einmal im dunklen Stil, also dunkelrot, und im klassisch blauen Stil ebenfalls der Backpack hinten, hat auch dieselben Stile. Dann die schlagfertige Axt, hier keine weiteren Stile vorhanden und noch die Abkühlungslackierung, nicht animiert, aber trotzdem ganz nice Lackierung eigentlich. Dann haben wir den Nickerchen-Skin wieder drin, kam mir, glaube ich, damals zu Starry Suburbs rein. Passen eben halt so als Schlafskin. Einmal hier in der Kissen-Variante, wo der hier einfach eine ganze Decke anhat. Und dann in der Ninja-Variante. Ist ein sehr besonderes Skin, vor allem hier der Kopf ist ja auch im Prinzip nur dieser Stern. Hinten das Backpack hat einmal die blaue Variante und dann die Standard-Variante, die hier lila ist. Dann haben wir dazu die Einschlafhilfe als Spitzhacke und den Nachtflieger als Gleiter. Und als letztes noch die Traumhaft-Lackierung, leicht animiert hier mit einem goldenen Effekt. Ansonsten nicht allzu viel animiert. Dann haben wir auf jeden Fall Daumen hoch wieder und passen als Gegenstück Daumen runter. Als nächstes haben wir den Rio Grande Skin dann noch, einmal ohne Kopfbedeckung und mit Kopfbedeckung. Ist ja mittlerweile relativ Standard, dass viele Skins das haben, einmal mit und ohne Kopfbedeckung. Ja, dann hat es auf jeden Fall hier noch so einen Patronengurt-Rucksack mit unten irgendwie noch eine Karte dran. So ein bisschen immer Western Cowboy-Style mäßig, der Backpack zumindestens. Dann haben wir die rote Verteidigerin, einmal wieder ohne Kopfbedeckung und mit Kopfbedeckung. Hier eine Weihnachtsmütze, passt ja mittlerweile auch wieder zum Weihnachtsthema so rein. Und dann noch Elektrolaune. Und als vorletztes die White X-Lackierung, die eben halt passend wahrscheinlich zum Riley-Skin jetzt drin ist. Sie hat ja auch hier die X überall auf der Kleidung drauf. Deshalb wahrscheinlich heute die Lackierung auch hier drin. Nicht animiert leider. Das heißt nichts allzu Spezielles. Und wie gesagt, als letztes noch der Riley-Skin. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.